Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder. Es ist mal wieder Update-Zeit. Letzte Woche erschien das neue Update Dance of the Dragons. Und wir starten zwar jetzt mit dem HSTVL, aber ich will eigentlich in den neuen Premium Harrier AV8B NA. Denn der macht mir eigentlich relativ viel Spaß. Besonders, weil er theoretisch 4 AGM-65G tragen kann. Luft-Boden-Raketen komplett fire and forget, also wenn ihr einmal gelockt habt, macht's gut. Und die machen mir sehr viel Spaß. Das Problem ist, die sind sehr, sehr teuer. Mal gucken, ob wir da heute dran kommen. Ich würde es mir aber wünschen. Ansonsten gucken wir mal, ob wir vielleicht sonst noch in die F111 Artwag rein können, und zwar in der Variante F, denn die ist auch neu. Also die Amerikaner haben, glaube ich, 3 neue Flugzeuge bekommen. Und eine A10 haben sie nämlich auch noch bekommen. Habe ich jetzt aber nicht in diesem Deck drin. Cool finde ich es trotzdem. A10 kann man nie genug haben. So. Hier ist erstmal nichts. Ja, wir müssen natürlich aber erstmal Punkte machen. Dafür habe ich mich mal ins HSTVL gesetzt. Das müsste, glaube ich, auch jetzt seine Munition gegen Luftziele erhalten haben, soweit ich weiß. Hatte ich mir jetzt noch nicht angeguckt. Macht es aber auf jeden Fall nochmal deutlich interessanter, das gute Stück. Okay, warum ist hier wirklich gar kein Gegner? Und warum sind... Lol. Warum sind hier schon wieder so viele Leute bei, von meinem Team auf meiner Seite? Das finde ich nicht gut. Die nehmen ja alle weg. Na gut. Dann beiße ich mich halt so durch. Okay, auf was schießen wir hier? Ich fahre erstmal nicht hin. Machen wir noch eine weiter. Theoretisch können da halt direkt Gegner sein, aber lassen wir, lassen wir uns überraschen. Lol, da kann ich gar nicht lang. Warum kann ich da nicht lang? Okay, das wird jetzt leider ein Umweg. Aber dann ist es so. Das Ding ist laut, fällt mir gerade mal auf. Ich hoffe, dass ich die von hinten angreifen kann, wobei der T90 ist jetzt schon tot und der andere geht wahrscheinlich gleich auch noch drauf. Ja, wobei... Muss nur aufpassen, dass ich nicht erschossen werde von hinten. So, die müssten jetzt hier links neben mir sein. Yep. Sehr gut. Sehr gut, der war wichtig. Das war der andere, der da noch stand. Oh, da ist aber noch einer. So, erstmal sein Rohr kaputt machen. So, und jetzt kann ich da mitspielen noch ein Stück. Gott, der ist auch tot. Null da. Wie viele sind denn hier? Also jetzt sollte ich langsam wirklich genug Punkte haben. Okay, was ist denn hier jetzt noch? Egal, ich habe genug Punkte hoffentlich für den Harrier. Jo, hab ich. Und zwar für 4 AGM 56G. Die Frage ist, will ich die benutzen? Ja. Ich kann nichts anderes jetzt quasi mit diesem Ding machen, außer gegnerische Bodenziele bekämpfen. Ist mir aber gerade fast egal. Ich muss nur aufpassen, das war nämlich schon ein Panzer. Dass mir sowas nicht in die Suppe spuckt. So.
Da habe ich eine schon mal rausgeschickt. Ich habe keine Ahnung, auf was ich da geschossen habe. Aber ich hoffe einfach mal, dass sie trifft. Ich kann ja gleich nochmal gucken. Nee, da scheint weiter gefahren zu sein. Die Lok verloren. Oder? Nein, der war da sogar noch. Ist gestorben. Ja, das passiert leider. Also häufiger, wenn man von sehr weit weg schießt. Und ich schieße gerade von sehr weit weg. So, nächster. Da habe ich zwar eine gefangen, aber ich habe zwei Raketen rausgekriegt. Okay, warum fliegen die nicht mehr? Alter, wurden die abgeschossen? Wenn ja, bin ich ein bisschen eklig. Dann schieße ich wenigstens den jetzt aus dem Leben, hoffentlich. Ja, der schießt immer noch auf mich. Nein, 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 nein. Den hab ich. Aber die anderen wurden, glaube ich, wirklich abgeschossen. Das ist super ärgerlich. Das ist super ärgerlich. Aber ich habe meinen Kill damit gemacht. Das Schöne ist an den Dingern, ich finde, die fliegen extrem gut. Die Harrier. Oder kann ich vielleicht mit weniger Kram hier noch mit rein? Nee, noch nicht. Aber ich glaube, ich kann jetzt ordentlich Punkte machen, weil mein Team komplett hinüber ist. Das wird super. Ich mag übrigens die Tarnung von einem guten Stück. Ach, was mir gerade einfällt. Ganz wichtig, am Sonntag kommt eine Spezialfolge von War Thunder, denn, das wissen die meisten nicht, ich werde tatsächlich am Sonntag heiraten. Und da habe ich mir überlegt, ich mache mal eine Special-Folge und zwar quasi ein Supercut von meinen Fahrzeugvorstellungen. Wenn ich was zu feiern habe, dann habt ihr auch was zum Feiern. Und ich hoffe, das wird gut für euch. Aber mehr am Sonntag dann. So, wo ist der Kollege? Na. War der jetzt auch schon tot direkt hier um die Ecke? Ich gucke mal. Ne, hier war keiner mehr. Ne, hier ist alles kaputt. Also da hinten ist auf jeden Fall noch was. Ich sehe jetzt aber erstmal zu, dass wir schnell den Punkt kappen. Wir müssen immerhin gewinnen. Weil ich will. Ja, ich bin ja schon dabei. Ich bin ja schon dabei. So. Ich werde mich mal ein wenig einsmoken. Wenn ihr sowas macht, macht es großflächig. Niemand soll wissen, wo ihr seid. Weil es bringt nichts, eine lustige Kugelrunde. Genau, deswegen Kugelrunde Smoke Bubble zu machen. Dann weiß nämlich wirklich jeder, wo ihr seid. Und der Motorsmoke bringt euch nichts, denn der ist nicht durch. Der ist durchsichtig für Thermal, also höchstens gegen Flugzeuge bringt das was, aber nicht gegen die meisten Kampfpanzer auf dem Battle Rating. So, und wir haben auf jeden Fall schon mal den Vorteil in dieser Runde. Vielleicht komme ich doch nochmal ein Flugzeug rein, wenn ich mich jetzt nicht ganz blöd anstelle.
Aber wenn nicht, machen wir das halt auch mal in der zweiten Runde. Wie sind denn vom Gegner... Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Da hinten müsste doch was sein. Ah, wobei, der steht wahrscheinlich hier in der Senke. Naja, der wird hier dahinter stehen. Aber da komme ich hin. Ah, guck mal, da ist aber noch jemand. Oh, Meckern geht sogar noch. Sehr schön. Aber da steht trotzdem einer hinten in der Senke drin und schießt mit Raketen auf unsere Flugzeuge. Frage ist, ob ich den krieg. Ohne jetzt komplett in den Spawn reinzufahren. Das würde ich eigentlich nicht so gerne machen, aber wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Aber ich hätte halt schon gerne die Lufthoheit. Da ist. Hä? Da ist keiner. Warum ist da keiner? Das verstehe ich nicht hundertprozentig, oder ist da währenddessen einer draufgegangen, von dem ich nichts mitbekommen habe? Ja, gut. Gibt eh nur noch drei Gegner. Dann lohnt sich hier jetzt einmal rein und dann ist gut. Ist eh keiner da. Ist eh keiner da. Also ich vermute, die werden eben Flugzeug irgendwo hocken. Boom. Aber erste ganz okay Runde, würde ich sagen. Und ich habe... Alter, jetzt ist da doch einer. Und ich habe einen Kill mit dem Harry gemacht. Aber das geht auf jeden Fall besser, würde ich sagen, in der zweiten Runde. So, Freunde. Zweites Ründchen. Ich versuche tatsächlich mal... heute auf dieser Map auf die andere Autobahnseite zu kommen. Ich bin jetzt wahrscheinlich schon zu spät. Ich werde es trotzdem versuchen. Außer irgendjemand, der bei mir in der Nähe ist, geht sofort drauf. Dann würde ich es, glaube ich, lassen. Oh Gott, das wird nicht gut ausgehen. Ich bin noch nicht aus dem Schneider. Ich muss hinter diesen Container. Jo. Ich glaube, hier gibt es nochmal. Genau, da gibt es nochmal eine Situation, da ich, wo ich nicht geschützt bin. Aber das war mehr als knapp. Beziehungsweise es war knapper als mir lieb war. Okay, das ist weggefahren. Triebe. Ich komme da nicht durch. Aber egal, ich habe sie alle zumindest mal gehittet. Weil das ist eigentlich eine ganz gute Position, um die mal richtig zu ärgern. Aber ich habe sie leider nicht erlegt. Aber da werden hoffentlich ein paar Abschusshilfen reintröpfeln. Geht halt auch nicht drauf. Aber auch da wird es wieder eine saftige Abschusshilfe für geben.
Punktetechnisch kann ich mich dieses Mal nicht beschweren. Scheiße, 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 scheiße. Wo ist der? Nein! Ich hätte fast getroffen. War halt nur fast. Mein Gott, hätte er sich geärgert. Naja. Aber diesmal hat es auf jeden Fall sowas von gelangt für die AGMs. Ich nehme aber bewusst noch zwei Beatseeker mit. Gegen diesen kleinen Schlingel. Ich versuche jetzt mal schnell zu steigen. Wie hoch ist die Reichweite von den AGMs? 20 Kilometer Zielerfassung, 20 Reichweite. 23 Abschussstrecke, das passt. Mehr werde ich nicht brauchen. Aber wir versuchen jetzt mal hoch, 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 hoch zu gehen. Gut, der Zoom ist nicht so geil. Da müssen wir wirklich die... Okay, da müssen wir wirklich sinken dabei. Jetzt erstmal einen Abgang. Komm, da gucken wir zu. Oh, das wird ein Double Kill. Nice. Und zwei. Schick, schick, schick. Und wisst ihr was? Ich gehe einfach neue Munition holen. Und jetzt stellt euch das bitte mal vier vor. Da waren, glaube ich, gerade vier, oder? Also, es hätte was gehen können. Aber mir war es wichtiger, auch was gegen Luftziele zu haben. So. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Ding VTL-mäßig landen soll. Könnte es versuchen. Guck mal, was für eine Taste habe ich denn das nochmal gehabt? Nein. Moment. Kann ich mit dem Schwebemodus machen? Nee, kann ich nicht. Na gut. Könnte ich gleich noch nachgucken, aber das ist mir jetzt so... Das ist mir jetzt so gefährlich. Upsi, dupsi. Ich bin mir gerade nicht sicher, warum das nicht funktioniert hat. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich die richtigen Tasten gedrückt habe. Ganz kurz gucken. Bewegung. Schubvektor. Alt. Habe ich gedrückt. Wir versuchen das gleich mal. Oder ist das gar keine VTOL-Variante? Warte mal, jetzt bin ich gerade maximal verwirrt. Das ist ein Harrier, der muss VTOL-fähig sein. Okay, also irgendwas stimmt hier nicht. Also, weil ich kann die Schubvektorsteuerung verwenden, aber irgendwie passiert nichts. Hä? Die bewegen sich nicht. Oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
Gut, dass ich abgedreht bin, sonst wäre ich nämlich jetzt mausetot gewesen. Aber, wiederhole ich gerne nochmal, die Dinger fliegen sich extrem gut. Deswegen kann man da auch sehr schön mit ausweichen. Ich sehe jetzt aber zu, dass ich die zwei Mavericks noch ins Ziel bringe. Schon vom Gas runter, die Flügel zittern mir ein bisschen zu doll. So. Vielleicht kann ich ja irgendwo noch einen Heli oder so überraschen. Okay, habe nichts gesehen. Oh, warte mal. Ah, ne, der ist von uns. Wo ist das 2S6? Das hat mich doch sogar schon angepinkt gerade. Na, schade. Die wird nicht treffen. Da war der leider schon hinterm Gebäude. Gut, dann gehen wir höher. Auch wenn ich weiß, dass irgendwo ein 2S6 auf mich lauert. Nein! Jetzt ist sie raus und er ist tot. Jetzt nicht nochmal zurück. Ich versuche jetzt mit der Kanone irgendwas zu killen. Das war jetzt ärgerlich. Das war eine verschwendete Rakete. Ah, es gibt sowieso noch einen Gegner. Aber die Frage ist, wo ist er und was ist es? Da. Ah. Ich komme immer so ein Stück zu spät. Yo. Story of my life. Aber ganz ehrlich, ich habe zwei Kills mit dem Harrier gemacht. Ich bin sehr zufrieden. Es hat so lange gedauert. Ich glaube, ich habe insgesamt jetzt sechs Anläufe für die Runden gebraucht und die waren alle schlimm vorher. Aber ich hätte, glaube ich, sogar noch mehr machen können. Aber wirklich, wenn ihr die AGM 56G bei irgendeinem Flugzeug seht, also ich glaube auch die neue A10 hat die, glaube ich, auch. Können wir ganz kurz nachgucken noch, das machen wir noch schnell. Und ich glaube auch die neue F111 dürfte die auch haben. Schauen. Genau, die hat die nämlich auch. Hervorragende Dinger. Und die A10. Auch die hat die. Allerdings halt nur, und deswegen ist die, finde ich, den Harrier so krass. Jeweils nur zwei. Der Harrier kann vier mitnehmen. Aber das soll es für heute gewesen sein, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt auf jeden Fall die Folge am Sonntag. Und zum nächsten Mal. Ciao.